So, da sind wir wieder bei Warcraft. Warcraft Let's Play Und so. mit Kapitel 2. Und wir haben so einen lustigen Kater hier. Ja, der sitzt gerade auf unserem Schoß und Auf regelt unser? Was? auf deinem Ist Schoß. mein Schoß. Sorry, ich Ist meiner. wollte die Mehrzahl sagen. Okay, also er sitzt auf Krümels Schoß und reckt und streckt sich. Also Trennungen. 3 Tage später, nah an der Küste von Lordaeron. Lordaeron. Ich glaube, es heißt Lordaeron. Warum steht denn da ein AE? Ich weiß es nicht. So, weiter mit beliebiger Taste. 3 Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht sehen lassen. Hoffentlich ist es kein Riesenfehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen. Aber es wird einige Zeit Uah. Dauern, bis sie. Kater, was machst du? Dann müssen wir dieses Lager unverzüglich vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Essen ist wichtig. Ja, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Cornwallscream? Er und der Warsong-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellscream gehört. Verdammt, Grom. Zum Teufel, wo steckt ihr? Ja, der ja, ist jetzt weg. Müssen wir den wahrscheinlich suchen, ne? Nein, einen Bauer richten, eine. Der blinkende Button naja, oben am Bildschirm zeigt an, dass euer Questlog aktualisiert wurde. Ja, wir haben einen Quest. Quest-Button, wenn ihr mehr über eure Aufgaben erfahren Quest. Okay, wir haben hier einen. Was ihr wolle. Peon. Peons können Aha. Gold in Goldminen wie dieser hier abbauen. Okay. Wurde einem Peon befohlen, Gold abzubauen, dann wandert er automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Haupthaus hin und her. Das ist doch gut. Wow. Also Peons sind sozusagen. Einige weitere Peons. Oh, danke. Wenn ihr den Oh, nee, nicht du. Möchtet, Peons sind sozusagen unsere Sklaven. Oh, die Menge mies. Gold, die ihr zurzeit besitzt, wird im oberen rechten Bildschirmschnitt angezeigt. Komm schon, Peons. Mit Gold in euer Haupthaus Einweg zurückkehren, noch. Wächst der Goldvorrat. So, also, wir. Ihr habt soeben einen Sammelpunkt für euer Gebäude festgelegt. So, also, jetzt ist das Grundausbildung sozusagen in Bauen und Strategie und so. Hier haben wir Türme. Türme. Zur Abwehr. Türme. Okay. Türme. Ja, wir müssen jetzt nicht so auf den Erzähler hören. Wir labern einfach rüber und bla 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 und Türme und so. Das Grundprinzip können wir so. Also, Orkbau ist halt, damit man mehr Einheiten bilden kann, denn pro Einheit braucht man ein Essen, also bei dem hier jedenfalls, und da oben steht die maximale Anzahl, wie viel wir haben können. Oh, je stärker die Einheit. Je stärker die Einheit ist. Ah, jetzt hat er sich fast gekalt. Oh, der ist weg. Okay, je stärker die Einheit ist, desto mehr muss man Essen dafür bezahlen. Da gehen jetzt mal Holzhacken. Boah, überall Haare. Das ist halt unser Haupthaus. Das ist das wichtigste Haus von allen. Das hier ist, falls unser Held abkackt, dass wir ihn dann neu beschwören können. Yeah. Alle labern durcheinander hier. Okay, machen wir mal, was er sagt. Ja. Und jetzt? Achso, ich soll einen Orkbau machen, okay. Feststellen, dass nun weitere Buttons auf der Kommandokarte zu Hört auf zu reden. Okay. Okay, der Peon ist unbesiegbar, solange was baut. Yeah. Machen wir noch ein Peon, noch ein paar. Wir brauchen mehr Holzhacker. Die Kriegswerkstätten können die Tüchtigkeit eurer Holzarbeiter verbessern. Versucht einmal, einem Peon zu befehlen, eine Kriegswerkstatt nahe der Stelle zu bauen, wo eure Peons Holz hacken. Ja, gleich ist einer da, okay? Bereit zur Arbeit. Da ist er schon. Kriegswerkstatt. Mega. Das baut man ans Holz und dann können die da alle reinlaufen und das geht schon schneller und so. Müsst ihr weitere Peons ausbilden und ihnen befehlen, in den Wäldern zu arbeiten. Dann geh auf den Baum. Bereit zur Arbeit. Auf den Baum! So, Sval. Wieso so ein Känguru? Nein, ja. Was? Känguru? Kängurus gehen auch auf die Bäume. Koala. Koala? Achso. Ja? Das sieht auch so aus, ne? Ja. So, wir haben schon einen Bau. Was brauchen wir noch? Eine Kaserne. Sehr wichtig. Eine Kaserne. Wenn ihr die Nachricht Arbeit abgeschlossen hört, drückt die Leertaste, um eure Ansicht auf die Stelle zu zentrieren, von der die Arbeit Nachricht kam. Ah, das testen wir gleich okay. mal, wenn das hier fertig ist. Gut, gut. Dann darfst du die Leertaste drücken. Quest. Nein, nicht die Quest-Taste. Oh. ja. Dum, 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 dum. Komm schon. Balken. Schneller. Ja, gleich hast du es geschafft. Oh. Ja. Arbeit abgeschlossen. Oh! Mega Magie. Magic. Okay. Mega Magie Magic und so. Enthalten zahlreiche Ausbaustufen, die erforscht werden können, um eure Truppen zu verbessern. Okay, da können wir die Verteidigung und den Angriff erhöhen. Yeah. Wir brauchen mehr Holz. Ja, dann hack doch Holz.
Ja komm, die stehen da rum und... Wir wollen mehr Holz. Ja, hier, dann geh doch zu dem Holz. Alles klar. Alle machen Holz, 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 machen Holz. Arbeit abgeschlossen. Jetzt können wir Grunzer ausbilden. Boah, krass. Da brauchen wir 5 Stück. 5? Ja. Weiter Grunzer, bis ihr eure Questanforderungen erfüllt habt. Ja, dann machen wir doch nochmal einen Orkbau. Ja, damit wir mal Leute haben können. In die Orkbau, da können sich alle Grunzer zurückziehen und dann, Grunzer, alle Peons und dann schießen die drin. Boah, geil. Ja, du erkundest mal hier so ein bisschen, ne? Ohne Grunzer? Ja, komm, da sind Türme, die beschützen ihn doch. Okay. Jetzt ist es Nacht und es ist dunkel, jetzt habe ich Angst. So. Ja, los, läuft ihm jetzt hinterher. So. Nee. Guck mal, alle synchron. Steiner Kampfwaffen, yippie. Yeah. Ja, die Hast auch wieder genug Holz, um das nächste zu machen. Die Brücke ist zerstört. So ein Zufall. Oh, stimmt. Hast du gut aufgepasst? Ja. Ah. Ja, ich glaube, es ist. Okay, also hier kommen wir nicht weiter. Schade. Ah. Allianz Menschen sind in der Nähe. Die Geister. Sind die böse? Wir können die Türme angreifen, also sind sie böse. Mist. Also für uns sind sie böse. Menschen sind böse, wir alle wissen es. Machen wir noch einen Bowie. Bau, 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 bau. Wie viel haben wir? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, gut, wir müssen keine mehr haben. Yay. Mal gucken, was dann passiert. Wir kommen ja sonst nirgendwo anders hin, oder? Nee, jetzt haben wir 3. Kommt man da oben hin? Guck mal, jetzt steht Ach, da ja, stimmt, stimmt, 3 von ja. 5 und jetzt machst du gerade noch einen, das heißt einen musst du noch. Okay, einen brauchen wir noch. Ja, dann. Hä? Hä? Wer Mac? Ja, jetzt. Yay. Jetzt. So. nee, hier kommt man nicht weiter. Meister. Ja? Rocktar. Meister? Rocktar. Das ist lustig, wenn man die ganz oft anklickt, dann sagen die andere Sachen. Pass mal auf. Warte. Meister. Für die Horde. Warum piekt ihr mich schon wieder? Warum führt ihr nicht eine Armee, statt mich anzugrapschen? Pix, Pix, Pix. Könnt ihr nichts Arbeit abgeschlossen? Das war eben gut. Hast du gehört? Oh, das war eben gut. Ja. Oh, für die schwulen Grunze haben wir hier. Naja. Mann, kann ich nicht einmal Doch mehr. Die Geister. Ja, komm, falls wir angegriffen werden, kann ja sein. Wir brauchen doch nur 5 und so. So. Ah, Stützpunkt. Ha. Du musst nicht. Aber doch. Das hat uns beigebracht. Was mach ich jetzt? Videosequenz, Video. Okay. Oh. Ah, ja, jetzt ist die Brücke da, ne? Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Hab ich das unterschrieben? Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Niemals. Kriegshäuptling. Sie sagen, sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen sie Grom. Oh nein. Ich hoffe nicht. Aber wenn sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es ihnen leid tut. Genau. Loktaroga, kommt, meine Krieger. Wir müssen die Menschen zurückschlagen. Ja. Ja, okay, dann ab dahin. Oh, verdammt, die greifen ja schon an. Oha, oha, schnell, schnell. Captain. Hast du nicht noch diesen Captain-Blitz? Ja, den hab ich. Ja, dann mach mal. Leute jetzt? Ach, da. Mach mal. Ja, die müssen erstmal hinlaufen. Ja, aber mach mal. Ja, okay, der Captain ist schon mal down. Der gut. Los! Beeilt Schneller, euch! Leute. Nein, das hält der Turm nicht aus. Okay, der ist kaputt. Nein. Los, auf sie! Brrr. Also, los, schieß! Was machen die denn da? Scheiß. Los! Und. Sehr gut, die sind weg. Ich glaube, ich habe eben noch einen Grunzer bekommen. Komm hier. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Schrall und eure restliche Streitmacht über die Brücke und sucht Grom. Okay. Und den Turm reparieren wir jetzt mal. So. Ja, der Grunzer, der kommt runter, ja. Okay, das sind nur Kontrolltürme, die können noch nicht schießen. Wurde im Verlauf des Kampfes beschädigt. Um den Schaden zu reparieren, wählt einen Peon an. Hast du gerade gemacht? Ja, ach egal, Rami. Einfach alles zerstören. Ja, das ist nicht der Peon, aber okay. Der will auch reparieren. Sein Traumberuf, Handwerker. Ach so. Er wollte immer Handwerker werden, aber seine Mutter hat gesagt, nein, du musst Grunzer werden. Oh, schreckliches Leben. Eine Windmühle. Ein unerfüllter Traum. Ja. Schmerzen. Für die Ehre. Okay. Sind wir hier in einer kleinen Dorfgegend?
Schick. Okay. Ja. Ein Tor. Tore können durch Angriffe zerstört werden. Dann macht mal. Boom. Kaputt. Ja, die Türme. Vielleicht das nächste wieder. Ja, die Türme müsst ihr jetzt nicht zerstören. Die tun euch ja nichts. Springbrunnen. Ja. Oh, das sind Menschen. Menschen. Tötet die Menschen. Ja, ihr müsst auch was machen. Attacke. Auf sie. Oh, hat aber nicht so viel abgezogen. Das sind halt Menschen, ne? Ja, haben eine Rüstung. Das sind Soldaten, ja. Oha. Oh. Yeah, ein Grunzer. Ja, wir haben ihn befreit. Gerade als wir die Menschen besiegt haben, ist er aus seinem Käfig rausgehüpft. Hat gewartet, bis Luft rein ist. Ja. Ach, wir haben einen freien Peon. Das kann man hier unten sehen. Wenn ein Peon gerade nichts tut, dann... Na komm, hack den Baum ab. Nett. Sinnfreie Arbeit. Ach, hier ist er. Nein, das ist ein Geier. Ich dachte schon, das wäre ein Prophet. Der guckt mir zu. Wartet, bis sie tot sind, um dann das Aas zu fressen. Ein Schamane. Der sieht stark aus. Der ist cool. Oder so. Schamane, lies das mal vor. Dieser Zauberer verfügt über einen Distanzangriff und kann den Zauber Reinigen gegen feindliche Einheiten einsetzen, um deren Bewegung zu verlangsamen. Reinigen. Entfernt einen Zauber, bla bla bla. Wenn der Zauberer gleichzeitig steuert, ist es häufig erforderlich, rasch zwischen ihnen zu wechseln. Das kann man hier machen. Damit sie ihre individuellen Zauber wirken können. Yeah. Mit Hilfe der Untergruppe. Da kann man hier so. Bam! Das, bam. Sie einzeln anwählen zu müssen. Genau. Guck mal, jetzt kann ich hier so, dann gehe ich hier auf den hier und sauber! Hui! Ja, da sieht er lustig aus. dann schießt er mit. Oh, Schützen! Attacke! Bom. Der labert die ganze Zeit Schwachsinn. Wir greifen den Schützen von einer Seite. Er kam nicht an. Oh. Das war bestimmt der Handwerker. Machen wir die Kisten kaputt. Bom. Ja, da sind manchmal Items drin. Achso. Okay, weiter geht's. Ah, da hast du zwei vergessen. Oh, stimmt. Nichts drin. Huh. Oh, drei Kisten gleich. Käfige. Das ist dann bestimmt was. Los, Handwerker. So. Er sagt zu der Kiste, Zeit zu sterben. Auch mal geil. Ach ja, hier, wenn man mehr als... erreicht, die es erforderlich macht, dass ihr einen Teil eures Einkommens abzweigt, um sie zu erhalten. Diese Erhaltungskosten nennt man Kosten. Wow. Genial. Okay, dieser Erhaltung, also wenn man über, wenn man ab 41, da steht es. Okay. Ab 41 wird zum Beispiel alles Gold, was in der Goldmine verdient wird, sie bringen 10 hin, aber man bekommt nur 7. Das heißt, 3 ist weg. Also die holen sich 10 und kriegen aber nur 7. Also genau. Irgendwie weniger. Genau. Das ist also ein bisschen blöd, aber wir haben... Egal, wir haben sowieso genug Geld. Guckt immer unser Geld an. Oh, Reiter. Deswegen müsst ihr auch was machen. Oh mein Gott. Dann zerstört sie. Scream muss befreit werden. Okay. Gut. Reiter sind ziemlich stark. Ritter. Ritter. Oh mein einer, der Handwerker ist gleich tot. Die Ritter, die ritten. Aber was machen die Ritter? Die Reiter reiten, die Ritter ritten? Die rittenden Reiter. Nee, rittende. Also Reiter reiten. Ja. Und Ritter. Was machen Rittern. Die Rittern? Die Rittern. Nein, die kämpfen wahrscheinlich jetzt einfach. Jetzt haben wir wieder keine Kosten. Yeah, ja, weil wir Leute verloren haben. Vorher war alle Hohn. Ich glaube, ich muss die Türme zerstören. Ja, komm, der packt das. okay. Ach ja, jetzt kann ich ja die Tiere angreifen. Niemand wird überleben. Oh, wow, mies. Ja, niemand wird überleben, stimmt. Niemand wird überleben. Auch nicht die armen Vögelchen. Sehr gut. Bam. Krumm retten. Wo ist er denn? In einem der Käfige, würde ich mal sagen. Okay. Ich sag in dem mittleren. Ich sag im linken. Komm schon. Er ist im... Komm schon. Ha! Geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Ah, sie sind verwandt. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Oder sie nennen sich nur so. Wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Immer. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Er hat kein Geld für einen Wolf. Mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Wieso kein Geld für Wolf? Perfekt. Er reitet auf einen Wolf. Achso. Ach, da ist er schon. Ist versammelt, Kriegshäuptling.
Wir warten nur noch auf euren Befehl. Ich hatte eben noch Schaman. Wo sind und die hin? Nicht so viele Grunzer. Geht jetzt, junger Sral. Segelt nach Westen ins Land Kalindor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. Bisschen kleine Schiffe, ne? Ach, das sieht nur so aus. Die passen da rein. Passt schon. Bam. Und Level 2 geschafft. Yeah. Gut. Innerhalb von 15 Minuten. Nicht schlecht. Ja, das ist perfekt. Perfekte Folge für eine... perfekte Länge für einen Let's Play. Perfekte Folge für einen... Perfekte Folge für was eine Länge. Längenfolge-Play. Gut, dann sehen wir uns das nächste Mal. Bla, 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 was? Okay, schon. Let's Play Warcraft 3. Wuhu. Tschüss. Und so.